Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Aber in der heutigen Folge gibt es eine kleine Änderung, und zwar seht ihr, ich bin nicht mehr auf dem EasyTech-Server. Ja, dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, und zwar, es spielt keiner mehr auf dem Server, und ich mag die Map nicht. Zusammen ergibt das, ich musste mir was Neues suchen. Was Kreatives. Und zwar habe ich mir einfach mal gedacht, kann ich doch eigentlich alles, was wir da schon erspielt haben, halt auch fürs Let's Play, dass wir da nicht mehr nochmal komplett von neu anfangen müssen, einfach mal auf einen eigenen Server bzw. auf eine Singleplayer-Welt verfrachten. Und das habe ich einfach getan. Und ihr seht, hier unten haben wir ein schönes Gehege im Rotwald-Biom auf der Island. Also auf der Standard-Map, aber ich finde die einfach am coolsten, vor allem weil da halt die ganzen Updates am schnellsten rauskommen. Und natürlich haben wir uns im Redwood-Biom dann auch gleich das Baumhaus gebaut, was uns zusteht, da wir ja noch diese Plattform hatten auf EasyTaker. Und ich habe das auch gleich mal mit den ganzen Sachen eingerichtet, die wir auf EasyTech hatten. Also ich habe alles sozusagen einmal den Spielstand übernommen und hier nochmal neu reingeladen. Und ihr seht, ich habe hier eine Schmiede, also eine Smithy, einen Fabricator, zwei Kühlschränke, einen Industriegrill, Kisten, einen Generator, hier schön viele Refining-Fotos, also diese Metallöfen, dann hier ein Bett zum Respawn, ein Preserving-Bin zum Räuchern, einen Kochtopf, um Kibbel und alles andere herzustellen und noch ein paar Mortar und Pestel. Für Narkotik oder ähnliches. So, das wäre das eine. Ich habe hier halt wirklich ein Baumhaus gebaut, was einmal komplett um den Baum herum geht und auch wirklich komplett überdacht ist. Es hat auch einige Zeit gedauert und insgesamt hat diese ganze Map-Konstruktion einen Tag gedauert, neu zu erstellen. Also ich glaube wirklich 10 Stunden oder so. Und man kann nämlich hier wirklich von dieser Plattform runterklettern über eine Strickleiter. Und während ich jetzt hier einfach mal runterkletter, fange ich jetzt auch mal an zu erzählen. Und zwar wollte ich euch fragen, ob ihr Bock hättet, dass ich diesen Server öffne. Und zwar für alle Zuschauer, die hier gerade Bock auf Ark haben und die vielleicht auch Bock haben, hier auf meinem Server mitzuzocken. Denn wenn ja, dann schreibt einfach mal Hashtag TheCrew unten in die Kommentare. Das ist dann sozusagen die Bewerbung für den Server. Und dann werde ich euch einfach direkt whitelisten, euch die IP und sowas alles schicken. Müsst ihr mir halt Skype-Namen oder irgendwie sowas reinschicken in die Kommentare oder keine Ahnung, wie ihr das machen wollt. Dann schreibt einfach oder wir kommen kurz in EasyTaker-TS oder sowas, dass wir das da besprechen können. Halt irgendwie sowas, dass ich euch alle genauen Informationen übergeben kann. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen die Base, während ich weiterlabere. Und zwar haben wir ein paar Kacke-Käfer rumlaufen, wir haben unseren Giga, halt alles, was wir auch davor hatten an Tieren. Hier kann man die schön alle sehen. Dann haben wir hier wirklich eine richtig, richtig große Base mit drei solchen Riesentoren im Redwood-Biome. Und es ist doch ziemlich, ziemlich sicher. Hier müssen zwar noch Plant Species X auf jeden Fall drumherum, aber bisher ist es doch schon ziemlich, ziemlich sicher, wie ich finde. Und genau, dann zeige ich euch hier, ja, wir haben hier die Bären und noch ein Brondo und alles. Halt das, was wir alles auch hatten. Mehr habe ich wirklich nicht genommen und so. Also es ist nicht der Cheated, sondern sozusagen der Spielstand einmal übernommen worden. So, kommen wir nochmal darauf zurück, dass vielleicht ein paar von den Zuschauern hier mit auf dem Server zocken werden. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn hier ein paar Leute noch auf den Server kommen. Allerdings fände ich es auch ganz nice, wenn dann der Server nicht PvE, sondern PvP wäre. Also, dass man sich auch gegenseitig angreifen kann und so. Natürlich hätte ich dann jetzt hier mit dem Giga und den Rexen und so weiter bisher einen kleinen Vorteil. Allerdings würde ich dann am Anfang halt einfach nicht raiden, ne, weil es wäre total assi. Und da vorne zum Beispiel könnte man auch noch richtig, richtig chillig bauen. Da könnte ich auch eigentlich noch weiter bauen, noch ein Zweitgehege oder so, dass da alle Pflanzenfresser oder irgendwie sowas reinkommen. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Oder auf die andere Variante, denn heute um 18 Uhr findet ein Livestream auf twitch.tv statt. Also zwischen 18 und 19 Uhr muss ich mal gucken, wie ich das so hinbekomme, da wir gleich noch was hier mit meinem Aquarium vorhaben. Da wird nämlich jetzt heute einiges erneuert und deswegen muss ich da immer noch gucken, wie wir das so hinbekommen. Muss auch mal kurz trinken. So. Und ja, ich habe jetzt hier halt meine Base so schön im Redwood Biome an diesem richtig, richtig geilen See mit dem heftigen Panorama da auf den Vulkan Ausblick da. Und in dem Vulkan habe ich dann auch halt noch eine
Teilschmelze und sowas bauen. Es geht halt einfach alles viel besser als auf Valhalla, weil auf Valhalla sind halt noch so viele Fehler integriert. Zum Beispiel gibt es da keine vernünftigen, wirklich heftig vernünftigen und wirklich guten Metallspawns, meiner Meinung nach. Der beste war da, wo wir den Rex und das Pferd hatten. Und auf dem Schneeberg auch die mega goldenen Teile haben 10 Metall gegeben. Das fand ich alles ein bisschen blöd, weil man da halt wirklich Jahre, weil es da wirklich Jahre gedauert hat, bis man da ein bisschen Metall zusammen hatte. Das ist hier dann wirklich ein bisschen anders. So, dann haben wir hier halt die ganzen Tiere, Diplodokus, dann haben wir da noch ein Lystro, ein Sabertooth, ein Terrorbird, ein Procoptodon und so weiter und so fort. Schreibt dafür auch gerne noch meinen Namen unten in die Kommentare oder halt in den Chat später beim Livestream. Und da wollte ich auch noch was fragen zu den Einstellungen des Servers. Normal würde ich alles sehr, sehr gerne auf den Standardeinstellungen lassen, weil sonst arg schnell langweilig wird, wenn man schnell viel erreicht. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Sondern man soll, finde ich, in Ark, das ist so ein Spiel, wo man dran sitzen soll, wo man dranbleiben soll, wo man sich wirklich Mühe geben soll und dann so ein Erfolgserlebnis hat, wenn auch mal irgendwas klappt, zum Beispiel sich den ersten Flugi zu zähmen. Das ist einfach richtig heftig, wenn man das nicht so schafft. Ja, man gibt ihm ein Fleisch oder zwei Fleisch und dann ist er gezähmt. Ja, kein Aufwand. Juhu, ja, aber was hat man davon? Dann kann man sich eine Flugi-Armee machen mit 3 Milliarden Flugis und gibt dafür gar nichts aus. Keine Zeit, man investiert nichts in das Spiel und es gibt sozusagen keine Schwierigkeitsstufe. Allerdings gibt es natürlich auch Einstellungen wie zum Beispiel beim Titanosaurus und das sind jetzt auch wirklich meine Hauptfragen, also zur Einstellung. Und zwar, erstens, soll der Titanosaurus nach diesen 16 bis 20 Stunden, die er ja maximal leben kann, wirklich sterben? Oder soll man den, wenn man den, also wenn er gezähmt ist, oder soll man den, wenn man ihn gezähmt hat, für immer behalten? Ich bin fürs für immer. Da man halt einfach so viel Zeit und so viel Ressourcen wastet, um so einen Titanosaurus zu tamen und ihn dann einfach nur einen Tag hat, was einem dann im Endeffekt kaum was bringt. Deswegen wäre ich da auf jeden Fall für immer, denn das kann man, soweit ich weiß, einfach einstellen. Und genau. Das wäre eine Frage. Dann die andere. Sollen wir es so machen, dass man einen Titanosaurus wirklich nur mit Level 95 zähmen kann? Oder dass, wenn man einen Titanosaurus umgelegt hat, also umgeballert hat, also man kann ihn nur eigentlich mit dem Sattel zähmen, aber wenn man ihn umgeballert hat, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, ein Admin vom Server oder mich halt anschreibt hier, oder eine Chatnachricht oder sich halt mit mir verständigt oder irgendeinen Termin oder sowas ausmacht, dass ich dann komme und wenn man den umgelegt hat, dass man den dann force tamed oder do tamed, also dass man den hat, aber nicht reiten kann. Das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Da ist es mir auch ziemlich egal, weil ich eigentlich beide Möglichkeiten ziemlich cool finde. Weil ich würde jetzt halt auch ganz gerne den stärksten Dino im Spiel haben. Aber wie gesagt, es ist halt auch der stärkste Dino im Spiel. Und das. Oh, Alter, sieht der cool aus. Und da ist es natürlich auch ganz gut dann, wenn man den dann auch erst halt mit dem entsprechenden Level hat. Also das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und das war es auch eigentlich schon von diesem richtig, richtig kurzen Ankündigungsvideo. Es war halt sozusagen nur das Ankündigungsvideo auf die Fine Pros von diesem neuen Server. Es bleibt dabei keine Mods. Da ich hätte zwar ganz gerne Mods, aber allerdings gibt es halt bei jedem Mod das Risiko, dass wenn die Version veraltet ist, dass er dann den ganzen Spielstand zerstört. Oder alles, wo zum Beispiel jetzt eine Mod von Sniper und dann tut man die Sniper in seine Waffenkiste, wo die Ascendant oder Mastercraft-Waffen drin sind. Und dann gibt es ein Update, die Mod ist nicht mehr kompatibel und die ganze Kiste wird gelöscht. Das wäre natürlich nicht so schön, weil nicht nur die eine Sache, sondern die ganze Kiste wird dann gelöscht. Und das wäre halt echt nicht gut. Deswegen will ich eigentlich bei keine Mods auch erstmal bleiben. Vielleicht später irgendwann, aber erstmal jetzt so alles schaffen. Und wir wollen halt auch noch alles zähmen. Damit könnten wir zum Beispiel heute auch im Stream anfangen, hier endlich mal ein bisschen weiterzumachen. Denn wir haben hier den Dodo, den Quell, Kant, den Sabertooth Salmon, den Blutegel, den Dilophosaurus. Dann hier zum Beispiel bräuchte ich noch den Megalodon, den Ichthyosaurus und so weiter und so fort. Den Petschi haben wir schon. Den Plesion, Mosan, Itchy und Megalodon fehlen mir hier noch. Das sind so die Wassertiere. Dann habe ich hier schon Petschi, Oviraptor, einen Lystrosaurus. Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. Ein Pulmonoskorpius, hier ist ein Triceratops, ein Pteranodon. Hier sind halt ganz, 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 ganz viele, die ich noch nicht gezähmt habe. Natürlich auch ein Parasaurolophus müssen wir uns noch tamen. Denn den, der jetzt bei uns in der Base ist, den hatte damals jemand anders aus unserem Tribe getamed. Und deswegen habe ich dieses Dingenbummen davon nicht.
Sonst haben wir halt Titanobot, Tyrannosaurus Rex, Carbonemus, Trilobite, Meganeuro, Titanomyrma, Dimorphodon und so einen ganzen Shit hier drin. Giganotosaurus natürlich auch, Quetzalcoatlus natürlich auch. Und halt sowas wie ein Titanosaurus fehlt da halt noch. Wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr so das findet, die ganzen Vorschläge. Und schreibt mir mal, ob ihr auch Bock habt, hier mitzuspielen auf dem Server. Wenn ja, einfach ein Hashtag The Crew unten in die Beschreibung halt, das ist so die Bewerbung dafür. Und genau, dann können wir uns einfach im TS oder so treffen, wie gesagt, und dann alles besprechen. Und ihr habt jetzt eigentlich schon die Base gesehen, so ansatzweise. Sonst genau werde ich auch auf jeden Fall noch mal im Stream darauf eingehen, falls ihr Bock drauf habt. Und ich habe eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. Und deswegen viel Spaß heute Abend mit dem Stream. Falls ihr Bock habt, da schon mitzuzocken, schreibt einfach in die Kommentare, dann werde ich das organisieren. Und wir sehen uns dann heute Abend. Bis dahin, ciao.